Wir machen heute ein 1 gegen 1 Skin-Duell in Fortnite. Mein Gegner ist Seville. Ich habe mittlerweile über 1700 Skins in Fortnite und es geht um 100.000 V-Bucks. Eine Jury gibt uns ein Thema vor. Wir müssen die passenden Skin-Kombinationen finden und müssen uns dann vor der Jury beweisen. Wer am Ende das bessere Aim und die besseren Skins hat, bekommt 100.000 V-Bucks. Let's go. Creator-Code Stani nicht vergessen. Wir machen heute ein 1 gegen 1 Skin-Duell und zwar mein Gegner ist Seville. Ich bin Designer von Beruf. Bro, ich sag dir ehrlich, du wirst gegen meine 1700 Fortnite-Skins keine Chance haben. Und zwar, das funktioniert wie folgt. Hier ist das Odoman-Bau-Team. Und zwar, wir gucken mal, wen wir hier haben. Wir haben hier einmal den Andi, den Edits und den Skiller-Max. Und die werden uns gleich ein Thema vorgeben. Wir müssen uns in den Skin verwandeln, müssen eine coole Skin-Kombination finden, Emote, alles drum und dran. Und danach werden sie uns bewerten. Und wer am Ende gewinnt, Seville? Ich würde sagen, machen wir heute 100.000 V-Bucks? Ich bin sofort dabei. Weil wir machen dann am Ende ein 1 gegen 1. Nämlich wer jetzt das Skin-Duell gewinnt, bekommt nämlich bessere Waffen. Also, okay. Odoman Bauteam, seid ihr ready? Okay, Odoman Bauteam ist ready. Ich würde sagen, ihr fahrt die Wand hoch und ihr sagt mir direkt, welches erste Thema haben wir? Ja, Weihnachten. Oh, okay, wir haben das erste Thema Weihnachten. Okay, das ist geil, das passt natürlich das auch gerade. Das weiß ich schon. Ist ja schon vorbei, aber passt trotzdem. Ja, aber hast du überhaupt Weihnachtsskins? Oh, Bro, richtig viele habe ich, Bro. Bro, ich habe so einen heftigen Weihnachtsskin. Also ich habe richtig viele Weihnachtsskins. Ich sag ehrlich, ich feiere den. Ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal im Itemshop war. Ich bin mal gespannt, es geht ja eher so ums Aussehen, was besser ist und so. Vielleicht ja, das, coole vielleicht Skins, das, ja, vielleicht, die man auch lange nicht gesehen hat. Das muss natürlich auch die Jury überzeugen. Also du musst hier... Haben wir eine bestimmte Zeit eigentlich? Nee, jeder kann so auch... Also klar, du sollst jetzt hier nicht 1000 Jahre irgendwie verstehe Sachen raussuchen. Verstehe schon. Aber denk dran, Leute, auch Backbling und so, es muss natürlich alles mit dabei sein. So. Klar, da muss alles passen. Was haben wir denn hier für ein weihnachtliches Backbling, Freunde? Irgendwas schön weihnachtliches. Nee, also der sieht zwar lustig aus, aber der ist definitiv nicht weihnachtlich. Es muss doch irgendwie so eine Weihnachtskugel oder so als Backbling geben. Aber ich sehe hier nichts gerade. Okay, das Herz sieht noch ganz cool aus. So Weihnachten. Ketchup. Wir können ja hier so Ketchup als Backbling nehmen. Ich glaube, da sind wir direkt raus. Erste Runde und Seville hat eine Free Round. Ich glaube halt, ich sag euch ehrlich, ich glaube, dass wir heute locker gewinnen werden. Ich denke nicht, dass er eine Chance hat. So, wo haben wir denn hier ein schönes Backbling? Irgendwas Geiles brauche ich. Wo ist was? Skin nimmt als Set ist ja nicht so nice. Kann man machen, nee, aber Set muss nicht. Set ist verboten, Bro. Set ist verboten. Wer Set nimmt, ist direkt... Also kannst du nehmen, aber das wird die Jury merken und wird dich dann direkt rausvoten, ne? Stimmt, also ich sag ehrlich... Blöd. Oh mein Gott, du hast verloren. Bro, hast du eher so einen neueren oder so einen älteren? Sag mal, weißt du schon? Also eigentlich ist es ein älterer. Also ist, glaube ich, ein älterer. Okay. Aber das Ding ist, ich glaube, der war aber wieder im Itemshop gewesen. Und das ist hier Set, Leute. Das ist ein bisschen ärgerlich. Boah, oh Bro. Mein Gott. Oh mein Gott, das Backblink, was ich habe, das ist ja so geil. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein geisteskrankes Backblink. Und ich gucke nochmal, nicht, dass es irgendwie ein... Also ich hatte gerade ein Set-Backblink, aber ich sag, du hast keine Chance. Also ich muss dir leider sagen, Seville, das war es für dich schon gewesen. Erste Runde geht safe an mich. Okay, also das ist kein Set, Leute. Hier steht nicht, dass es das vom Set ist, nur zu im... Boah, das ist auch kein Set, Leute. Ich dachte zuerst, das ist Set. Ey, Leute, das ist ja krass. Es gibt davon einmal das Set-Backbling und das ist kein Set-Backbling. Das ist hier so ein Event-Backbling gewesen, glaube ich. Und oh mein Gott, guck mal, wie krass das passt. Also das ist ja wirklich sehr, sehr heftig. Also ich feiere den Skin extrem, weil er auch so leuchtet und schon schön aussieht. Jetzt brauchen wir hier noch eine gute Pickaxe. Ja, die Minty Pickaxe ist natürlich so ein Klassiker, aber ich kann die nicht sehen. Boah, die sieht auch geil aus, Leute. Ich sag, ich nehme die jetzt erstmal ausgewählt, weil die passt auch so schön weihnachtlich. Aber vielleicht haben wir noch irgendwie was Schöneres. Irgendwie so Kerzen oder irgendwie so ein Weihnachts... Irgendwas Weihnachtliches müssen wir doch hier haben. Ich glaube nämlich, es gibt auch eine Pickaxe mit einer Weihnachtskugel. Kann das sein? Guck mal, das wäre auch geil. Das ist auch schön weihnachtlich, muss ich sagen. Ich guck mal weiter nach oben. Was wir hier haben, was gibt's hier, Leute? Irgendwas schön Weihnachtliches. Ja, das ist halt immer das Problem, ne? Ich sag euch, ich feiere dieses Format, aber das Problem ist einfach, ich habe zu viele Sachen. Und ihr seht's auch hier, ich habe jedes Mal einfach Probleme, das auszuwählen. Man müsste so Oberbegriffe haben, die man eingeben kann, wo man dann irgendwie Pickaxes vorgeschlagen bekommt. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Aber ich suche jetzt mal weiter raus.
Boah, guck mal, das sieht auch geil aus, Leute. Boah, hier so, so ein bisschen so Frosty-mäßig, okay. Oh, wie geil ist das? Ah, nee. Ich dachte gerade, dass vielleicht... Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, vielleicht ein bisschen zu Weihnachten passt der, aber... Oh, der sieht auch geil. Aber ich weiß nicht, vielleicht sagen die eher so, das ist Silvester. Wisst ihr, was ich meine? Oh, Leute, wie geil passt das denn? Diese Frostkugeln passen ja absolut zu Weihnachten. Wie krass ist das denn bitte? So heftig. Nimm wir auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir eigentlich aus, Seville? Ich bin gerade bei den Contrails. Contrails eigentlich auch? Contrails nicht. Contrails nicht. Contrails ah, okay, nicht. Okay, gut. Also hast du Hängegleiter und so hast du schon alles ausgewählt? Ich habe Hängegleiter, Skin, Spitzhacke, ich weiß nicht, was mir noch fehlt. Ah, Lackierung wollte Bro, ich noch, ich hab hier... Und Emotes. Warte mal. Ein Emote, ne? Also... Ein Emote nur. Denkst du, dass du erste Runde gegen ein... Ja, ein Emote. Ein Emote reicht. Also es muss halt passen einfach zu dem Skin. Aber denkst du, dass du hier gut gegen mich besiegen könntest, oder was? Safe. Okay. Wir gucken mal weiter, Freunde, weil es gibt hier, glaube ich, irgendwie so ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal hier, das passt doch zu Weihnachten. Bro, das sieht auch so geil aus, Freunde. Es gibt hier zwar noch so ein Weihnachtsschlitten, aber ich finde, das passt irgendwie mehr so Winter, das passt auch mehr zum Skin, Kristall. Geil. Contrail brauchen wir ja nicht. Jetzt gehen wir in die Emotes rüber und gucken mal hier so einen schönen winterlichen Emote an. Oh mein Gott, guckt euch das an, Freunde. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Perfekt. Nehmen wir hier direkt den Schneemann. Da kann man nichts sagen. Das ist mehr Winter, geht meiner Meinung nach nicht. Dennoch ein kleines Emote. Da nehmen wir auch mal Schnee. Guck mal hier. Auch Winter, Weihnachten. Kann man nicht drüber. Ich weiß halt nicht. Ah, wir machen jetzt halt ein bisschen so. Ah, Weihnachten. Gibt es hier noch irgendwie Weihnachten? Das könnten wir auch nehmen hier für Weihnachten. Ich nehme das mal einfach. Ja, ich glaube, ich nehme das lieber mit rein. Nicht, dass die irgendwie sagen, dass ich hier nur Schnee drin habe. Weil es ist ja Weihnachten. Also Emote haben wir. Zack. Dann haben wir hier einmal zu Weihnachten den Schneetag. Eine Lackierung brauchen wir noch. Nehmen wir natürlich hier die weihnachtliche. Das geht besser, geht's nicht, Leute. Weihnachtliche Streifen. Besser geht es nicht. Absolut perfekt. Und wir haben alles, wir haben die weihnachtliche Lackierung, wir haben Emotes, Dings. Okay, das passt. Okay, ich bin ready. Also ich bin ready, Zevil, ich komme zurück. Ja, ich hab's gleich. So, du musst einmal gleich nochmal, wenn du rausgehst, musst du einmal nochmal reinkommen. Wie, du bist doch nicht ready, oder was? Ich hab's gleich. Ah, warte, wir müssen den Skin nochmal auswählen, das ist hier ein bisschen verbuggt, Leute. Leider im Creative jetzt hier. Also ich hab Emotes, Spray, Sticker brauchst du noch, ne? Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Also Sticker, Emote, Spray und ja. Okay. Hab's sofort. Ja, warte mal, wo ist denn hier mein Spray, Leute? Mein Spray ist gerade weg. Ich muss ja auch noch ein Spray. Oh, mein Spray ist weg, Bro. Okay, dann muss ich dann noch das Spray raussuchen. Ja, also ich sag ehrlich, bei mir mehr Weihnachten geht gar nicht. Mehr Weihnachten geht bei mir gar nicht. Bei mir gibt's den dritten Weihnachtstag. Durch die ganzen Sachen, die ich habe jetzt, ne? Wie einen dritten Weihnachtstag? Ich bin so weihnachtlich, ja, dass es bei mir einen dritten Weihnachtstag gibt. Weihnachtlich dich jetzt mal da raus. Ich will dich jetzt auch mal sehen, Bro. So. So, die Waffe. So. Also, ich habe eigentlich alles. Emote, Sticker. Dann, ja, Spray, komm raus. Und komm raus. Alles. Ja, Lackierung auch. Alles. Lackierung hast du auch, ne? Hab ich. Okay, Bro, ich habe so eine krasse Weihnachtszeit. Bro, du musst jetzt nochmal reingehen, den Skin auswählen. Weil ansonsten, das geht wie ein Creative. Also, du musst jetzt nochmal auf den Skin klicken und dann rauskommen. Jetzt. Ja. Digga. Was? Digga. Nee, da hab ich auch gesehen, Bro. Aber. Ah, die Pickaxe habe ich gesucht. Aber nein. Ah, konnte ich nicht nehmen, die Pickaxe, weil die Set ist. Bro, also ich sag dir, wie es ist. Deine Spitzhacken passen gar nicht zu dir, finde ich. Aber gut, ist meine Meinung. Hä, Bro, was laberst du? Die sind Bro, voll, du bist so überall weiß und so. Ja. Und dann kommt blaue Dinger. Naja, Bro, was redest du? Guck mal, du bist rot und da kommt auf einmal hier so eine weiße Pickaxe, Bro. Was redest du? Hä, ich hab doch auch, ich bin so weiß-rot. Ach, Leute, ja, Bro, egal. Wir sind fertig. Einmal bitte. Und dein grüner Backbling, was ist das denn? Also, Bro, was babbelst du? Geschenke sind grün. Junge, aber was passt doch gar nicht zu den Skin, Bro. Digga, was laberst du? Das passt alles perfekt bei mir. Junge, du denkst auch, du bist Sir Zuckerstange, Junge. Du bist Sir Müllhaufen Deine vielleicht. Deine Spitzhacken passen gar nicht zu dir. Deine Spitzhacken passen gar nicht. Ja, lass das Bro, mal hier passt die, alles. Lass das mal die Jury bewerten. So, ich würde sagen, wir starten einmal mit dem Emote. 3, 2, 1, go. Let's go. Oh mein Gott. Oh, stark! Beide stark, Bro. Beide stark, muss ich sagen. Oh, Bro.
Okay. Das war, wir können ja nochmal einmal hier machen. Ja. Aber das war wirklich. Ja, nicht schlecht, Seven, nicht schlecht. Also. Danke. So, und ich würde sagen, wir starten mit den Sticker. Bro, was hat da... Bro, mein Sticker, ganz kurz, mein Sticker ist der gleiche, wie hier vorne Dinger Seville. Das passt doch gar nicht. Egal. Bro, das bin ich vorne Seville. Ich hab das perfekt angepasst. Bro, bist du dumm, Dulli bist du vielleicht. So, und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Spray. Was? Okay, es wäre das Gleiche. Und guck mal, ich zeig dir jetzt geht's weiter mit der Lackierung. Ja. Weihnachtlicher geht's nämlich nicht. Aha. Bro. Oh, okay, ich muss ganz kurz sagen, ich habe nur die Waffen ausgewählt bei der Lackierung. Warte, ich ändere ganz schnell noch kurz mein ATK. Ja, okay. Nee. Ohne Spaß, ich habe aussehen falsch, sorry. Okay. Ah, doch, ich hab's richtig, doch, okay, sorry. Okay, ja, dann setz dich mal hier bitte rein. Ich hab's richtig. Geh mal weg. Digga, guck mal, eine animierte Weihnachts-Schneemann-Tarnung, Digga. Ja, aber das passt. Das ist zu dunkel, das ist viel zu dunkel, was Bro. Was laberst du denn, Was macht Alter? Denn jetzt der Schneemann da? Guck mal, wie cool das passt, Junge. Das passt übelst gut. Ich weiß nicht, so, Digga. So, und als guter Letzt würde ich sagen, ich mach zuerst den Hängegleiter. Mach mal. Oh, das ist cool. Hängegleiter ist nice. Gefällt guckt mir. Euch den Hängegleiter an. Krank. Okay, gefällt so, mir. Jetzt mach ich. Bist du dran, ne? Oh. Den wollte ich auch zuerst, den habe ich aber nicht gemacht. Alter, mit Geschenken und so. Ja, auch nicht schlecht, auch sehr weihnachtlich. Ey, ich glaube, das ist ein enges Ding, Bro. Ich glaube, das ist knapp. Das ist, glaube ich, also ich muss ehrlich sagen, ich gebe es sonst nicht zu, aber du warst auch gut, aber ich war besser. So, okay, ich würde sagen, die Leute stellen sich jetzt... Seville, 3-0, mein Bester. Was? 3-0! Müllhaufen! Jungs. Ja, okay, 1-0 für dich, Digga. 1-0 okay. Für mich, Leute. Let's go. So, Jungs, wir starten mit der nächsten Runde. Welches Thema habt ihr für uns? Anime. Oh, Thema Anime. Geil, das ist geil. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Anime-Skins. Magst du uns reagiert bei mir nicht, wenn ich da reingehe? Ja, da musst du zweimal vielleicht reingehen. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Anime-Skins. Oh, kann man das hier... Bei Anime muss ich sagen, ne? Das ist so ein Ding... Da denkst du, wirst du gewinnen, oder was? Ich hoffe. Nee, ich denke... Also, ich bin mir nicht sicher, aber... Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne. Ja, das Ding ist, ich werde auch einen seltenen Anime-Skin nehmen, den man vielleicht nicht so oft sieht, weißt du? Ja, das stimmt auch wieder, weil sonst denken die, den sieht man oft, das und das. Oh, der war eigentlich krass, Leute, weil der hat noch eine... Also wir reden von Anime, auch nicht von Spider-Man oder so, ne? Anime. Ja, Anime. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Oh. Ich glaube aber, der wäre heftig, Leute. Der ist schon strong, den ich gerade ausgewählt habe. Weil der hat nämlich ein eigenes Emote. Der ist schon strong, Digga, den ich ausgewählt habe. Ah, Leute, ich gucke noch mal ein bisschen weiter, aber der geht in die engere Auswahl. Der hat ein eigenes Emote, wo wir safe die Emote-Runde locker gewinnen werden. Aber ich weiß nicht, ob er overall der coolste Anime. Viele würden jetzt vielleicht Naruto nehmen. Vielleicht Piccolo. Piccolo ist eigentlich auch geil, aber ich finde halt auch Peter Griffin ist eigentlich so mein Favorite, aber den habe ich letztes Mal schon genommen und damit hatte ich ja leider nicht so Erfolg gehabt. Son Gohan vielleicht, wir gucken mal hier. Ja, ich schätze, also Dragon Ball ist auch schon Favorite, aber ich glaube, Seville wird Dragon Ball nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Boah, obwohl Super Saiyajin. Dann nehmen wir doch vielleicht Son Goku, Leute. Ich guck nochmal nach, was wir hier haben. Aber ich glaube, ich werde mit einem Klassiker fahren. Ich werde Vegeta nehmen. Bro, ich feiere Vegeta unnormal. Wir werden ihn als Super Saiyajin's Blue Evolution nehmen, weil er sieht extrem krass mit dem blauen Anzug aus und mit den blauen Haaren. Und wir können den gut kombinieren mit irgendwelchen blauen Gimmicks. Wisst ihr, was ich meine? Dazu müssen wir jetzt mal hier gucken, was wir bei Backblinks reinnehmen. Irgendwas schön. Ich habe vielleicht diese Energiekugel da, die war schon geil gewesen. Die ich gerade hatte, aber mal gucken, was da noch so gibt. Boah, hier, die Kugel sieht auch krass aus. Aber mal gucken, was wir noch so haben. Das sieht wild aus. Ja, also ich sag dir ehrlich, du hast leider verloren. Ich muss dir leider sagen, Sevelino, du hast verloren. Sagst du, ich habe bei Anime Bro, safe verloren. Du, guck mal, ich weiß, du guckst zwar Animes und so, aber ich guck auch Animes, aber da bist du leider ich raus. Weiß. Du guckst dich so krass wie ich. Und ich bin da full drin. Ah, okay. Also ich sag mal so...
Ich habe einen richtigen Eyecatcher auf dem, beim Backbling. Ein Eyecatcher. Oh mein Gott, okay, vorbei. Okay, wir haben gewonnen. Bei mir, also ich sag dir ehrlich, okay, wir haben gewonnen. Ich sag ehrlich, wir haben gewonnen. Sorry. Sagst du, du hast gewonnen? Ja, ja, ich hab grad was gezogen. Oh mein Gott. Ich hab grad wirklich was gezogen. Da kann man nur sagen, krank. So richtig krank, sagst du. Ja, ja, sehr, sehr krank, sag ich ehrlich. Sehr, sehr krank. Boah, also ich überleg zwischen... Uff, Digga, oh mein Gott, das sieht auch fresh aus. Ja, was überlegst du denn? Also ich hab... Okay, okay, ja, ich hab mein Backblink schon mal. Oh mein Gott, was ist das für eine Pickaxe? Bei Spitzhacke ist schwierig, finde ich, oder? Oh mein Gott! Oder findest du nicht? Na, nee, ey... Junge, das Ding ist, ich create gerade einen eigenen Anime-Skin. Ja, wirklich jetzt. Machst du gerade ein eigenes Set? Ich mach gerade ein eigenes... Bro, ich hab... Oh Gott, was haben wir hier gerade... Leute, was haben wir hier gerade gemacht? Das war ja zu krank gewesen. Das Ding ist... Ja, Leute, ich... Das Ding ist, ich hab... Oh mein Gott, das wird so krass passen. Nee, ich sag dir, die Runde hast du leider verloren. Meinst du? Hundertprozentig. Also hundertprozentig habe ich die Runde verloren, okay. Das ist safe eine Free Round. Ja, das ist eine Free Round. Da müssen wir nicht drüber reden. Bro. Das ist vorbei. Also, ich muss dir leider sagen, das war's. Also, das ist, denke ich mal... Das wird für dich jetzt vielleicht schwierig zu verstehen sein. Ja. Aber das wird, denke ich mal, mein 2-0, ganz klar. Das wird dein 2-0 wahrscheinlich, ja, ne? Also nicht nur wahrscheinlich, sondern zu, ich sag mal so, zu 99% würde ich das sogar sagen. Dass du jetzt schon gewonnen hast. Ja, ich bin jetzt gerade schon beim Spray, Hanggleiter und so habe ich schon. Noch ein cooles Spray einmal ausgesucht hier. Also ich bin gerade beim Hanggleiter und da muss ich sagen, da gibt es echt krasse Sachen. Ja, Hängegleiter gibt's. Also das Hängegleiter habe ich dich leider auch. Also, du checkst doch nicht, welche Ligen ich hier bin. Ich bin 3 Ligen über dir. Du bist Kreisliga, Bro, ich bin Champions League. Was skinmäßig aus. Das sind aber nicht 3 Ligen, das sind mehrere Ligen. Ist egal, ich sag das jetzt einfach so. Das sind mehrere Ligen. Boah, Spray ist schwierig, muss ich sagen. Also sagst du, der Gleiter, Bro. Der Gleiter, den ich hab, wow. Nee. Du hast wahrscheinlich, guck mal, ich hab schon eine Vermutung, was du hast. Bro, der Gleiter, den ich habe, der ist eigentlich Feierabend. Nee. Doch, also ohne Spaß jetzt. Oh mein Gott, okay, ich hab gewonnen. Ich muss wirklich sagen, mit der Lackierung, ich hab gewonnen. Ich hab wirklich gewonnen. Oh Gottes Willen. Du hast wieder gewonnen, ne? Ja, safe, du hast wieder gewonnen. Nein, das ist zu krass, was ich hier... Du wirst gleich rauskommen und sagen, okay, Stani, du hattest recht. Okay, gucken wir gleich mal. Bro, ich habe einfach einen Cyborg gebaut. So ein Ding ist das. Ich habe einfach meinen eigenen Anime-Skin gebaut. Okay, jetzt müssen wir nur noch auf Seville warten. Also brauchst du mal sehr, sehr lange, Bro, muss ich sagen. Ja, weil also, ich es ja auch nicht so oft mache und so wie du. Ich sag mal so, bevor wir jetzt die Jury uns... Ja, du musst auf die Skin nochmal raufklicken, du Dulli, Junge. Ja, hab ich gemacht, Junge. Was kannst du überhaupt, Junge? Okay, Bro, also du hast Vegeta. Bro, was ist das für eine Spitzhacke? Bro, das ist voll krass, oder? Das ist, sei mal ehrlich, das ist voll heftig. Nein, das ist gar nicht Junge, geil. Junge, das ist voll krass. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, also, wenn du die Runde gewinnst, Bro, dann weiß ich nicht, was mit dir falsch ist. Junge, Bro, sorry. Ich sag dir ehrlich, also jetzt nichts gegen dich. Also, guck mal, ich war gerade ehrlich gewesen, gerade war es für mich knapp gewesen, aber gerade siehst du für mich aus wie ein Rentner, Bro. Wer ist das? Sakazuki oder was? Wer Bro, ist das? Bist du... Bro, das Itachi von Naruto. Itachi Mashi, Naruto Mutu, Junge, keine Ahnung, wer das alles Bro, ist, aber... Bro, bitte, also lass die Leute mal entscheiden. Also, ja, Bro, also, du bist einfach Vegeta auf Wish bestellt, sorry. Was? Lab? Okay, Junge. Okay, Tür hoch. Junge, guck mal, diese Pickaxe, Bro, die Leute wissen nicht, was die existiert. Du hast da irgendwie so eine... Denkst du, du bist hier Ninja-Kämpfer oder irgendwas da... Siehst aus wie der letzte Dulli. Ich gerade eben mal knapp. Ich habe den Skin auch echt gefühlt von dir, aber jetzt ist... Bro, du bist chancenlos. Digga. Chancenlos. Okay, die Leute haben die Skins gesehen und ich würde sagen, wir starten mit den Emote. 3, 2, 1.
Bro, das ist vom Dragon Ball Set, was du da benutzt. Ja, uns, hey, das Skin Set machen wir nicht, aber wieso? Ich habe das immer von Dragon Ball nehmen. Wie schlecht ist das? Du hast den Emote von Dragon Ball genommen? Ja, hä, natürlich. Hä, was haben wir denn? Wie schlecht ist das denn? Ich dachte, wir nehmen keine Emotes und Sets, die das ist mit einem Set. Also, Bro, Leute, das ist bitte. Von, das ist aber nicht der Energiefreisetzung ja, von Vegeta, Bro. Das ist ja, das von Son Goku, aber lass mal. Ja, Bro, das ist Dragon Ball. Ja, ich hab nichts von Naruto genommen. Ja, okay. Ich hab nichts von Naruto aber das genommen. Das ist doch Quatsch, Bro. Das ist doch Quatsch. Ah, okay. So, ich würde sagen, Sticker. Hier ist Sticker. Sorry. Ninja, hier, weil ich ein Ninja bin, Digga. Guck mal, bei mir passt alles so nicht. Bro, du hast wieder Dragon Ball genommen. Hä, natürlich. Man dürft doch nur Skin nicht Set nehmen. Sagst du nicht bei der Sache? Wir bitte, machen... Junge, du ach, bist egal. Du... Nur weil du... Okay, Spray. Lass das Publikum entscheiden. Lass hier das Publikum entscheiden. Bro, also wende hier dich auf. Oh mein Gott, Bro, Junge. Guck mal. Guckt euch mal hier mein Spray an, Junge. Bro, dein Spray sieht geil aus. Sag dir echt, dein Spray sieht echt geil aus. Also, ich sag Real Talk... Wenn die dich jetzt für dich entscheiden, dann sorry, dann check ich. Aber egal, komm. Ja, komm. Fang an. Guck mal fang hier. An, guck mal, das ist eine Free Round. Guck mal. Boah! Das ist cool. Okay, das ist cool. Bro, Junge, ich hab gewonnen. Ich hab dich destroyed. Das ist cool. Ey. Ja, das ist das einzig Bessere. Das was? Einzig Bessere. Ich check's. Bro, was ist das? Was ist das? Du denkst Disco oder was? Bro. Ey, guck mal, die Leute lachen dich aus, Junge. Bro, wenn was du beim ist Skin, das? Bro, allgemein bin ich besser. Du hast einfach nur Sets genommen. Bro, okay, guck mal hier. Das ist nicht mal Set. Und guck mal hier. Bam. Bro, wie kacke ist das denn? Junge. Bro. Guck mal, wie krank das aussieht. Digga, das sieht so kacke aus. Ja, hä? Geh mal runter, da ich zeig dir mal einen richtigen. Ich zeig dir mal einen richtigen Gleiter. Boom, Digga. Okay, du denkst, guck du mal. Fleder. Okay, dein Kleider sieht gut aus, ja, aber der ist jetzt wenn nicht ultra krass. Wenn die jetzt für dich entscheiden, ich blick's also Real Talk, ey, Leute. Bitte. Also, Bro, du hast Sets genommen, du hast Sets. Ey, bitte. Okay, wir lassen entscheiden, Bro. Ey, bitte, Digga. Jetzt kann ich sein. Oh mein Gott. Bitte. Oh mein Gott, wo geht der hin? Wo geht der hin? Wo geht der hin? Was? Ey. Bro, ist besser, nee. Bitte. Bro, du hast Sets genommen. Bitte rede nicht. Ehre, ah, Leute, hier, 1, Ehre. 1. Ihr seid echt Ehre. Danke, ist, vielen Dank. Also, Bro, ja, ist so. Ja, okay, gut, dann nehmen wir jetzt gar nichts mehr, Set. Aber das war vorher nicht klar gewesen für mich. Okay, ja, okay. Aber Bro, du bist so eine also, sorry, dein Beziehung ist wirklich. Ich hätte auch ohne Set gewonnen, Real Rap. Okay, nächstes Thema, Jungs. Was habt ihr für uns? Also, die Jungs haben Geschmack. Na ja, gut. Thema Casino. Thema ist Casino. Wow, das ist cool. Okay, also das ist so Digga. Quasi, wollen wir, oder lass so Casino reich machen, so reich ja, irgendwie, ja, so Millionär. Ja, nee, so. Casino. Ja, du musst jetzt schon sagen, das war jetzt Quatsch, was du da gemacht hast. Also sie sah geil aus und so, sage ich nichts, aber es waren halt Sets. Boah, Leute, Bro, bitte rede nicht, das waren nicht alles Sets, Junge. Ja, nicht alles, aber viel, Digga. Sag mal, wen willst du verarschen? Oh mein Gott, Bro, ich hab gewonnen. Nein, ich hab gewonnen. Leute, der sieht... Bro, ich glaube, wir denken an dieselbe Person, wenn es um Casino geht in Fortnite. Ich sag dir, wir haben den gleichen Skin. Nein, haben wir nicht. Bro, ich hab einen Skin, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du den nicht hast. Der sieht ultra krass aus. Also der sieht wirklich heftig aus. Guck mal, der sieht aus wie so ein Manager, Leute. Oh, ich weiß nicht, ob den oder... Also, ich hab gewonnen. Ich hab jetzt schon wieder gewonnen. Ich sag's jetzt... Digga, kannst du mal leiden? Ich nehme jetzt keinen Sinn. Also, wenn du jetzt gewinnst, fress ich 3 Besen. So ein Ding wird das sein. Ja, Bro, nimm mal wieder deine Sets. Mach dich Ich rüste dich mal wieder mit Sets aus, Bro. Ich rüste jetzt hier aus. So, was haben wir hier? Also, ich finde meiner... Leute, meiner geht schon fast vom Aussehen her gar nicht besser. Bro, okay, ciao. Bro, ich hab nen Skin. Ah. Bro, ich hab Skins, die hast du noch nie gesehen. Bro, meiner sieht aus wie ein Casino-Besitzer. Checkst du das? Meiner ja auch. Oh Gott, was ist das hier, Leute? Was ist das hier? Junge, was ist das für ein Backbling, Bro? Oh. Der besser ist oder der? Oh mein Gott, was ich hier gerade für eine Kombis rausballer. Ja, ich glaube, der ist geiler, Leute. Der hier ist geiler. Ja. Ich will nochmal durchgucken, Leute. Ich war mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt auch so eine... Irgendwie so andere Sache. Vielleicht irgendwie was mit Gold oder so noch nehmen.
Ich guck nochmal durch hier, bevor ich jetzt das eine Backbling nehme. Das war aber schon mal nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube, es. Boah, das sieht auch nicht schlecht aus. So ein goldener Totenkopf wäre auch was. Ich guck mal, vielleicht gibt es ja auch irgendwann das noch irgendwie was mit Geld oder so. Das wäre vielleicht auch noch nice. Boah, die Goldmünze, Freunde, die ist auch nicht schlecht. Alter, der Goldcoin, der passt unnormal gut. Den werde ich auf jeden Fall nehmen. Werden wir direkt auswählen. Jetzt brauchen wir noch eine geile Pickaxe. Ich weiß nicht, gibt es hier vielleicht irgendwie. Boah, das sieht auch nicht schlecht aus. Guck mal hier. Es passt halt von der Farbe nicht ganz, der Schirm. Aber ansonsten sieht er echt krass aus. Boah, so ein Regenschirm in der Hand wäre halt auch krass. Aber es passt halt leider von der Farbe nicht. Boah, Leute, als. Boah, das würde halt auch krass passen. So als reicher, alter Mann so. So Manager-mäßig. Boah, sieht das echt geil aus. Ich nehme den jetzt erstmal. Ich will den jetzt erstmal aus. Aber ich guck mal, ob wir vielleicht noch was Geileres finden. Eine geilere Pickaxe. Aber das sieht auch nicht schlecht aus. So Gold. Boah, guck mal hier. Oh mein Gott, die muss ich nehmen. Die muss ich nehmen, Leute. Guck mal, wie krass das Match wird gleich. Alter. Die ist auch nicht schlecht, aber ich finde die gerade, die wir gerade hatten, besser. Nee, ich nehme die. Guck mal hier, wie geil das matchen wird. Das wird so heftig matchen. Jetzt gibt es, warte mal, es gibt hier so ein Tresor. Guck mal hier, so ein einfach, oh mein. Okay, vorbei, ich habe gewonnen. Also, Seven, ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt nicht gewinne, dann, Bro, ich sag vorbei. Dir, wie es ist, das vorbei. Ist jetzt geisteskrank. Also, nein, ich habe hier nein, ein Thema aus. Nein, ja, ich habe wirklich was. Ja. Das ist, Bro, das checkst du nicht. Das checkst du einfach nicht. Es ist wirklich. Oh, Bro. Ich habe andere also, Ligen erreicht gerade. Also, mein Gleiter ist ja mal nicht. Bro, das wird ein enges Ding, Digga. Das wird jetzt ein enges Emote. Ding, sagst du? Nee. Ja, Bro, das wird ein. Digga, das wird so eng jetzt gleich. Nee, also ich sag dir, also. Oh mein Gott, Digga, oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, vorbei, Leute. Das sind wir auch noch mit hier. Guck mal hier, das sind wir auch noch hier. Ja, vorbei. Du wirst jetzt gleich nur Z wahrscheinlich nehmen. Guck mal, ich mach hier gerade. Bro, du laberst von Z, du hast wohl Zs genommen. Digga, was babbelst du? Oh mein Gott. Gott, Junge. Oder hier, das passt besser. Vielleicht so. Ja, das passt besser. So, also, ich bin beim Spray. Ich brauche jetzt nur noch ein Emote, obwohl ich schon ein Emote hatte, aber ich will das noch anpassen. Ich will dir wirklich die Runde. Also, das, guck mal, das wird jetzt so eine Runde, die ich machen werde. Die Leute werden keine Zweifel haben, dass ich der Bessere bin. Sagen wir es mal so. Ja. Es wird ja. keine Zweifel geben. Nimm mal wieder deine Sets. Vielleicht klappt's dann. Das wäre gut, ja. Oh mein Gott, Leute, das wird mein Emote sein. Das wird das Emote sein. Okay, wir haben gewonnen. Nee, also ich bin mir. Also ich sag dir wirklich, wenn du jetzt gewinnen solltest, weiß ich nicht. Dann musst du was auspacken. Das muss ja geisteskrank sein. Oh, also, krass, okay, ja, gut. Ich habe jetzt nur noch einen Sticker. Bro, ich bin selber über mich. Ich sag, ich gewinne. Nee, guck mal, nee, du kannst gar nicht gewinnen. Also, egal mit was du jetzt rauskommst, du kannst nicht gewinnen. Bro, das Thema Casino. Das habe ich durchgespielt. Ich sag's dir, Real Rap, das ist wirklich. Auf was hast du es durchgespielt? Auf Game Boy Advance SP oder Gott, auf was? Das krass aus. Also, du wirst gleich rauskommen und wirst denken, was passiert hier? So ein Ding. Oh mein Gott. Vielleicht noch nur noch Sticker, das war's dann. Das sieht so krass aus, was ich habe. Naja, Junge, guck euch das an! Nein, vorbei. Nee. Bro, ich sag. Bro, aber bist du komplett fertig? Ich bin wirklich komplett. Also, wenn du gewinnst, drei Wesen. Ey, pass auf, wenn du die Runde gewinnen solltest und dann noch das 1 gegen 1, ja. kriegst du keine 100.000 V-Bucks von mir, kriegst du 500.000 V-Bucks, wenn du die Runde gewinnen solltest. Okay. Es geht einfach nicht. Es geht wirklich nicht. Also mir fehlt jetzt nur noch kurz die Lackierung, dann habe ich das. Ja, okay, dann warten wir. Ja, okay, dann geh nochmal rein. Was denn? Digga, sag. Nee. Was ist? Ja. Bro, du hast nicht diesen Midas Goldfisch genommen? Dein. Bro, der sieht aus wie ein Casino-Man. Bitte rede nicht. Bro, wir reden von Casino und du hast irgendwie so einen Goldfisch. Hä? Bro, okay, du hast verloren. Also, ja. Wenn die wieder für. Bro, ich bin der Inbegriff von Casino. Bro, was? Bro, Goldfisch. Du hast verloren. Ich sag dir, ich bin Casino-Manager. Ja. Ich bin Manager. Bro, du siehst aus wie alle, der ein Aquarium besitzt. Ey, guck mal, nein, ich mach jetzt wirklich unvoreingenommen. Ich sag, du hast verloren. Okay, bitte starten einmal, bitte Wand hoch. Ja. Ey, Leute, bitte, also,
Guck mal, Junge, hör auf, die Leute zu beeinflussen. Nein, ich sag es aber. Denk doch mal an Casino. Denkst du an einen Goldfisch? Bro, ich bin Casino-Manager, natürlich. Was laberst du? Du bist Goldfisch-Manager. Bro, also bitte. Okay, Bro. Wir sind hier in Fortnite. Das ist halt... Okay, gut. Ja, einmal Emote. Boah! Digga, lol. Okay. Yo! Bro, was? Ich hab nicht Geld gewonnen. Ich hab Diamanten gewonnen, Digga. Oh, Bro, das ist ja voll langweilig, Bro. Was für Lame, der ist ja Digga. Voll langweilig. Guck mal hier, meiner passt, das gibt alles. Bro, Casino ist Understatement. Okay, Understatement. Okay, reich, ich würde sagen, Spray. Vorbei. Oh mein Gott, guck, warte. Bro, ich hab grad Cash gewonnen im Casino, du? Bro, oh mein Gott, ich hab eine goldene Trophäe gewonnen, Junge. Hey, was hat das mit Casino zu tun? Zum Skin, Junge, checkst du das? Digga, was hat das mit Casino zu tun? Dein goldene Trophäe gewonnen, hä? Jackpot. Gib mit meinem Casino Geld oder Pokale? Hey, Bro, wenn du einen Jackpot hast, kriegst du bestimmt auch Pokal, keine Ahnung. Bitte, Leute, egal. Ja, Bro, ich hab Geld gewonnen. Okay, Sticker, Bro. Und natürlich der Klassiker. Bro, ich hab Gold gewonnen, ich war im Casino. Oh, okay, beides gleich. Oh, jetzt geht er meistens nicht wieder schlecht. Also ich nein, hab ich nicht. Ich sag hab jetzt ich nicht. Wirklich, beides gleich. Ich sehe mich schon um, Lenken. Guck mal, jetzt kommt die Zerstörung. Jetzt setz dich rein, jetzt kommt die Zerstörung. Geh du rein? Nee, setz du dich mal rein. Digga, boom, animierter goldener Schlitten, Digga. Okay, dann geh mal raus, das ist der goldene Schlitten auf Wisch. Ist der goldene Schlitten, Digga, Bro. Das sieht aus wie Durchfall. Mit Animation, alles. Hab ich auch gehabt. Also, Bro, okay, du bist nie im Casino. Jetzt zeig bei mir den, denk mal an Casino. Jetzt zeig mir den Hängegleiter. Guck jetzt den Hängegleiter, okay? Bro, was hat das mit Casino zu tun? Bro, weil ich elegant bin. Ich bin elegant. Casino, okay, Understatement. Bro, du checkst Casino guck mal, nicht, ne? Also ich sag dir jetzt ehrlich, jetzt kommt deine Zerstörung. Ja, jetzt zeig mal. Boom, dicker Tresor. Mit Geld, Goldbarren, alles. Also das ist das einzig Gute, das war's. Alles andere war Schmutz, sorry. Also, Bro, was hat das mit Casino Bro, zu tun bei dir? Du bist ein Taucher, Digga. Du bist ein Taucher, okay. Du bist ein Goldfisch. Also... Wenn ich nicht gewonnen habe, also ich habe Umlenken gewonnen, Bro. Ich habe wirklich Umlenken gewonnen. Also bitte. Bro, ich habe mich Umlenken gewonnen. Bro, eine Angel da Fische. Digga, es ist so schlecht. Oh Mann, okay. Also Leute, entscheidet aber, keine Ahnung. Ich sag nichts. Ja, Bro, sorry, das ist Digga, 2-1. Boom! Warte, ja, der hat sich doch gar nicht entschieden. Nein, der hat sich entschieden, natürlich. Wie? Hä? Weißt du das? 2-1. Guck, was? Guck, ja, Bro, du checkst das Thema nicht, Bro. Bro, und was ist mit diesem Bush Ranger? Wer hat dir ins Gehirn gekackt, Digga? Also ich denke Bro, mal, okay. Also ich denke mal, die Zuschauer in den Kommentaren werden, denke ich mal, werden sehen hier. Leute, egal. Also, Bush Ranger, du bist korrekt. Bro. Aber ich okay, weiß, wir machen jetzt Geschmack das 1 gegen 1, Bro. Du kriegst, ich krieg grüne Waffen, du kriegst legendäre Waffen. Dreimal müssen wir uns killen und let's go. Bro, also ich sag dir echt, ich hab locker gewonnen. Also, das ist frech, dass ich da nicht gewonnen hab, Bro. Also, nein, Bro. Ich sag dir real. Bro, wie oft noch, du bist ein Goldfisch. Bro, hä, das ist doch, wir reden doch über Fortnite-Charaktere, hä? Wir reden über Casino. Ja, Bro, bitte rede nicht, Bro. Ey, Bro, was denkst du, wenn du an Casino denkst? An Eleganz, Bro, an den goldenen, an Goldfisch, Bro. Das ist, überleg mal schon allein das Wortspiel. Das ist halt, ich glaube halt, Andi und Casino, oder was? Bro, die haben halt, die haben das, Bro, warte mal ganz kurz. Der Einzige, der schlau ist, ist der Max, Digga, das ist das Ding. Bro, was war gerade dein Wortspiel, was du gesagt hast? Was war dein Wortspiel? Goldfisch Casino, oder? Digga, bitte, Goldener Stani. Fisch, checkst du das? Goldener Fisch? Digga, ich check's nicht. So, wir machen jetzt das 1 gegen 1. Seven macht jetzt seine Kiste auf und dann bin ich mal gespannt, was da drin... Oh, okay Bro, das sind nice Waffen. Jetzt nicht die beste Shotgun, aber... Ja, Bro, das ist die beste Shotgun, was laberst du? Nee, ist es nicht. Doch, aber ist okay. Shotgun. Aber ich spiel mit dem Loot. Was ist das für eine Waffe? Okay, Bro, komm, wie geht jetzt... Ranger Sturmgewehr. Lass zu Rot gehen, oder wo gehen wir hin am besten? Ja, Rot, oder? Ist okay. Bro, geh Rot. Nee, du musst anderes Dings auswählen. Weil wir fighten ja jetzt, will grün oder so aus. Und dann sind wir auf der Map. Ab. Okay, dann drei Dings, go. Ne? Drei,
Drei Runden, drei Kills. Wer zuerst drei Kills macht, hat gewonnen. Digga, was ist das für eine Map? Kann man hier bauen? Nein, ne? Ey, nee, Bro, ohne man kann nicht bauen. Ach, ohne bauen. Aber ich habe das Ranger-Sturmgewehr, ne? Schießt halt nicht so schnell. Ich will keine Ausreden finden, aber. Bro, ich mach den mit Cyberplatblock. Alles gut, gar keine Die besten Waffen habe ich jetzt nicht. Hey, was laberst du als legendäre Waffen, Digga? Hä? Ja, aber nicht die besten legendären Bro, Waffen. Bro, ja, legendäre Waffen. Digga, wo bist du eigentlich? Das sag ich dir nicht. Ich sehe dich gar nicht. Ja, weil wir uns verstecken! Ja, aber trotzdem! Musst du immer so ausrasten, Digga? Ja, du bist jetzt sehen. Bro, ich mach dich nur mit Cyberplatt, okay? Ja, okay. Ja, warte ab, bis ich dich sehe, Digga. Na, er chillt da oben. Was? 1-0 ging schon mal an. HDX, okay. Ich respawn mal. Nein, geht so weiter, Bro. Aber ich hab kein Leben. Ja, ist egal, hä? Dann steht's Dings, das ist normal, Bro. Okay, so dann spielt man denn das so. Spielen wir so, hä? Ja, hä, jetzt, du hast mir doch jetzt schon Schaden gegeben. Ist doch gut, jetzt geht's weiter direkt, hä? Das war logisch. Was redest du? 1-1 okay. Und du hast mir jetzt schon Schaden gegeben, hast einen kleinen Vorteil. Noch nie so. Bro, ich hab das jetzt das Format mit Odoman dreimal gemacht und jedes Mal haben wir es so gemacht. Komischerweise war alles, also. Okay. Immer mit dann. Ja, gut, ich kenn's halt so nicht. Entschuldigung. Bro, die peinliche Pistole ist so OP. Ich hab keine guten Waffen, Bro. Ja, krass. Bro, ich hab Ranger Sturmgewehr. Babbel mich nicht voll. Ja, okay, hier braucht man ja auch Ranger Sturmgewehr. Braucht man hier auf der Map. Stark. Ticker. Er ist so am Schimmeln da, Bro. Ja, du bist doch genauso am Schimmeln. Richtig. Okay, jetzt müssen wir campen, Leute. 2-2. So, ich stehe 2-2. Das Gute ist halt, du hast jetzt schon vor. Guck mal, jetzt hast du doch einen Vorteil, weil du mich schon getroffen hast. Ja, ist doch okay. Wenn du so spielen willst, dann machen wir das so. Ich sehe dich nicht mal. Du schimmelst halt irgendwo in dem Busch, Digga. Ja, Bro, du schimmelst doch selber gerade. Was? Nein, ich schimmel nicht. Ich schimmel irgendwo auf dem Pilz oben. Weil ich nicht schimmel wie du. Digga, Edge hält oben. Komm doch runter. Bro, ich bin noch unten. Wo denn? Ja, Digga. Ja! Let's go! 100.000 V-Bucks in meine Tasche, Sammy. Nein, eben nicht. Ich hab das erste Duell gewonnen, du das zweite Duell. Bist du doof? Bro, ich hab Skin Contest gewonnen. Bro, du checkst du das? Ey, du checkst das Spiel nicht. Bro, es geht so. Das 1 gegen 1 entscheidet, du hast deutlich bessere Waffen bekommen und hast dadurch den Vorteil. Okay. Bro, du machst jedes Mal neue Regeln. Es funktioniert nicht. Sorry, ich kenne deine neuen Formate nicht. Tut mir leid. Leute, ich habe gewonnen. Check gerne Seville den Loser aus. Schreibt mal eure Bewertungen mit den Skins unten in die Kommentare rein. Bitte, danke an Odomans Bauteam, an Edits, Dings hier, Andy und natürlich den guten alten Skiller Max hier. Das haben wir gewonnen, Leute. Lasst Like und ein Abo da. Tschüss, bitte.